Das primäre Merkmal eines EVTZ besteht darin, dass es eine unionsrechtliche Rechtsgrundlage gibt, eine Verordnung, die in allen EU-Mitgliedstaaten gleichermaßen gilt und von diesen nur noch in wenigen Bereichen ergänzend geregelt werden muss. Das zweite Charakteristikum ist die Rechtsgrundlage der Europaregion Tirol, der Europaregion ganz allgemein und der Tirols. Jede Europaregion als EVTZ bekommt von der Europäischen Union eine Rechtspersönlichkeit vermittelt, gegeben, die dann im nationalen Recht mit entsprechenden Rechtswirkungen ausgestattet werden muss. Ein weiteres Charakteristikum liegt darin, dass jeder EVTZ im Grunde ein unionsrechtliches Recht darauf hat, errichtet zu werden, soweit dieser EVTZ mit den einschlägigen rechtlichen Grundlagen vereinbar ist und diese beachtet. Also, wenn man es vereinfacht ausdrückt, eine Art Recht auf grenzüberschreitende Zusammenarbeit, das die Europäische Union jedem EVTZ gibt.